Leute, willkommen zu einem neuen Video. Leute, wir machen jetzt gleich Bouldergraben und ich weiß nicht, heute ist so ein Tag, ich bin irgendwie voll schlecht gelaunt. Ich bin irgendwie müde, obwohl ich bis 10 Uhr oder so geschlafen habe. Aber Leute, ich bin einfach müde, ich habe irgendwie Augenringe gekriegt. Ich weiß nicht, ob das daran liegt, weil ich... Leute, schreibt bitte in die Kommentare rein, wenn jemand von euch auch dieses Wimpernserum benutzt. Das hier. Benutzt jemand? Yes, no? Schreibt einfach rein, Leute. Weil ich habe das Gefühl, seitdem habe ich ein bisschen mehr Augenringe. Keine Ahnung. Naja, Leute, wir machen jetzt Bouldergraben, weil ich habe irgendwie seit ein paar Tagen eine Sucht. Und ich habe auf TikTok ein Video gesehen, da hat einer das gegessen mit Sucuk und Käse. Und oh, Leute, ich liebe Sucuk. Ich musste gerade selber einkaufen gehen mit meinem Geld und mir Käse und Sucuk kaufen, Leute. Weil meine Mutter meinte, Sucuk ist ungesund. Aber ja, wie auch immer, ne? Deswegen Bouldergraben. Wir machen das jetzt gleich in meinem Zimmer. Richtig. Also ich habe hier Carbonara Bouldergraben, Leute. Da natürlich mein Kochlöffel, ne? Ich bin eigentlich so, ich glaub, so müde. Dann, Leute, Schmand, weil ich will ja nicht meine Zunge verbrennen, ne? Hier nochmal eine Packung Schmand. Dann, oh, Water, Leute, Water. Das brauchen wir. Letztes Mal wusste ich nicht, dass ich da Wasser reinmachen muss in die Bouldergraben Carbonara. Das wusste ich echt nicht. Inga hat mir es gesagt. Und Leute, Sucuk. Sucuk und Käse. Und Leute, da wird so viel Sucuk und Käse reingeballert. Ich weiß nicht warum, aber ich bin halt so aus der Puste. Ich bin so unsportlich. Wirklich unsportlich. Ja, und das ist meine Kochecke. Ja, Mann, richtig hygienisch. Na, Spaß, Leute. Natürlich habe ich mir davor die Hände gewaschen und da kommt eh nichts rein, da kommt kein Haar rein oder sonst was. Deswegen, ja. Ich will keine Lebensmittelvergiftung bekommen. Das wird schon alles, wird schon alles. Vertraut mir. Ich zeige euch am Ende das Ergebnis. Also, Leute, jetzt bin ich in meiner Carbonara-Ecke. Oder wie auch immer man das hier nennen soll. Wie gesagt, ich bin sehr, sehr müde und ich weiß nicht warum. Ja. Ich mache die ein bisschen anders, deswegen wundert euch nicht und hatet mich nicht, okay? Ihr wisst, ich kann nicht kochen. Ihr wisst, ich habe Angst vor der Hitze, dass ich mein Zimmer anbrenne. Und vor allem, welcher normale Mensch macht eigentlich sein Essen in seinem Zimmer? Beziehungsweise in so einer Ecke? Ja, ich richtig. Deswegen, Leute, bevor wir dieses Kabel hier anstecken, mache ich das jetzt so, dass ich das Wasser erst rein... Die Carbonara mache ich zuerst rein und dann das Wasser. Und dann mache ich den Strom an. Oder bekomme ich so einen Stromschlag? Oder vielleicht sollte ich zuerst die Carbonara reintun, dann den Strom anmachen und dann das Wasser rein. Weil ich glaube, sonst bekomme ich einen Stromschlag. Glaube ich. Weiß ich nicht. Testen wir jetzt. Guck mal, wie yummy das schon aussieht, Leute. Mm. Ich habe letztes Mal die Gewürze verbrannt. War echt nicht so schlau von mir. Aber hat trotzdem gut geschmeckt, Leute. Hat wirklich gut geschmeckt. Jetzt haben wir den Topf. Oder wisst ihr was, Leute? Ich mache jetzt einfach Wasser rein. Mein Gott, was soll da passieren, oder? Was soll da schon passieren? Ich weiß nicht, ob das zu viel Wasser ist, by the way. Lustig, oder? Also Leute, es kommt irgendwie kein Geräusch vom Topf und ich bin euch ehrlich, das macht mir Angst. Weil ich weiß jetzt nicht, brennt mir gleich hier die Bude ab? Das riecht schon scharf, Leute. Leute, sagt mir bitte, was gibt es Besseres als nach einem anstrengenden Tag eine Limon-Fanta zu trinken, die ich jetzt zum ersten Mal tasten werde. Probieren wir. Oh mein Gott, Leute, schmeckt extrem gut. Ich finde Limon-Fanta, Limon-Cola gab es auch mal im Automat. Richtig, richtig lecker. Hi Leute, ich wollte euch nur ganz kurz sagen, ich weiß, was das Thema wird von diesem Video. Und zwar, ich esse Bouldergraben, bis mir schlecht wird. Oder vielleicht 7 Tage Bouldergraben-Challenge. Leute, ich weiß nicht. Auf jeden Fall, ich habe vorhin eine fette Pfanne bzw. einen fetten Topf mit Bouldergraben gegessen. Kannst du leider nicht filmen, weil also der Akku war leer von der Kamera und das macht Inga, aber ich kann das nicht, ist ja egal. Auf jeden Fall, Leute, ich glaube, ich kaufe mir heute nochmal Bouldergraben und mache mir Bouldergraben um 3 Uhr morgens. Leute, ich habe eine Bouldergrabensucht aktuell. Schreibt in die Kommentare, wer auch Bouldergraben liebt. Und ja, ich gehe raus und ich habe gemerkt, dass mir eine Kette fehlt
Und ja, Leute, falls ich um 3 Uhr morgens die Bilder heute noch mache oder um 2 Uhr morgens, dann zeige ich es euch auf jeden Fall. Bis später. Also Leute, kurze Erinnerung, für diese Bilderkram-Packung bin ich um 1 Uhr morgens zum Snackautomaten gegangen und habe mir da die geholt, weil ich mache mir jetzt wieder Bilderkram und das ist jetzt, glaube ich, Tag 3, wo ich Bilderkram esse und ich noch immer Bock habe auf diese Babys. So Leute, und das ist die nächste schöne Pracht. Oh Tag 3 oder Tag 4, ich weiß es nicht. Leute, ich möchte euch ehrlich sein, mir geht's nicht gut. Also übrigens wundert euch nicht, dass ich breit aussehe. Ich habe einen Pyjama an und der ist mit Babypuder. Ich habe eine Bulldogramm-Sucht, habe ich gemerkt. Ich bin süchtig geworden und das ist absolut nicht in Ordnung. Das ist mein Pack. Leute, wir haben wieder kurz vor 12 Uhr Mitternacht und ich esse gleich Bulldogrammen. Findet ihr dieses Verhalten in Ordnung? Ich finde es nicht in Ordnung. Leute, Sojuk mit Käse und Joghurt. By the way, für die Bulldogramm-Anfänger macht es nicht mit Schmand. Mit Schmand war es okay, aber ich würde es nicht nochmal essen wollen, wenn mich niemand dazu zwingt. Ja, also ich habe eine Bulldogramm-Sucht, Leute. Ich bin euch auch ganz ehrlich. Ich habe nicht jedes Mal mitgefilmt, wo ich gegessen habe. Ich habe viel öfters Bulldogramm gegessen als sonst, als ich eigentlich wollte. Wisst ihr, und das ist nicht normal. Jeden Tag, wirklich jeden Tag. Jeden Abend, ich bin auf der Arbeit, ich bin draußen, ich bin mit meinen Freunden draußen, ich hole Bulldogramm, ich denke an Bulldogramm. Leute, diese Sucht ist nicht mehr normal geworden. Vor allem, Leute, ich kriege auch Bauchschmerzen, weil die Soße, die ist so scharf und wenn ich zu wenig Joghurt reingemacht habe, dann brennt mein ganzer Magen. Aber das ist mir egal. Leute, diese Liebe für Bulldogramm, die hat bis jetzt nicht aufgehört und das ist echt nicht normal. Auf jeden Fall, Leute, ich mache jetzt Bulldogramm. So, Leute, heute ist ein neuer Tag und ich habe beschlossen, ach, Leute, ich weiß nicht, ob es sich ändert bis heute Abend, okay, aber ich habe beschlossen, mit Bulldogramm aufzuhören. Oh Gott, Leute, ich hatte nicht mehr Bock auf Pizza, ich hatte keinen Bock mehr auf, keine Ahnung, auf irgendwas anderes, Leute, ich wollte nur Bulldogramm mit dieser Soße, mit Sucuk und Käse, aber Leute, seit gestern ist mir schlecht und komischerweise merke ich auch, mein Körper spinnt komisch, seitdem ich so viel gegessen habe. Und Leute, ich habe über die Nacht, seht ihr diesen Krater hier? Seht ihr diesen Pickel hier? Den habe ich über der Nacht gekriegt. Und ich glaube, es liegt in meiner Ernährung zusammen. Und Leute, ich weiß, dass zu der Zeit, als Tell Jung gegessen hat und sie überall verpickelt war. Und Leute, ich sage euch ehrlich, ich habe nicht so eine gute Haut. Also besser, aber noch nicht perfekt. Und ich habe halt keinen Bock. By the way, wie gesagt, zum Thema körperliche Veränderung. Ja, ich habe gemerkt, ich habe dadurch ein bisschen gesundheitliche Probleme gekriegt, dass ich mir heute Blut abnehmen lassen habe. Bei meiner Ärztin, Leute, weil so ein paar Sachen nicht gestimmt haben. Genau. Und Leute, ich muss jetzt sagen, ich habe jetzt Subway bestellt. Tatsächlich. Ich breche die Linie, Leute. Ich breche das Eis. Ich weiß noch, als ich bei meinem ersten YouTube-Video geheult habe und Zinka gesagt habe, ey, mein Eis wurde durchbrochen. Warum hast du ein Video von mir online gestellt? Ja. Auf jeden Fall. In dieser Bulldog-Tüte sind jetzt noch 2 Packungen Bulldogramm drin. Und ich glaube ehrlich gesagt, dass diese 2 Packungen Bulldogramm auch noch da echt lange drin bleiben werden. Weil Leute, ich weiß nicht, ich mag zwar schon Bulldog, versteht mich nicht falsch, gell? Aber mir ist so schlecht irgendwie seit gestern. Und ich merke, ich weiß nicht warum, aber es hat halt nicht mehr so geschmeckt wie beim ersten Mal, wie beim zweiten Mal, wenn ich Cola trinke, Leute. Wenn ich Cola trinke, boah, immer genüsslich, immer knackig. Aber bei dem Bulldogramm, es war anders. Versteht ihr, die Liebe, die ist vergangen. Da war einfach keine Liebe mehr. Und vielleicht ist die Liebe morgen wieder da. Aber jetzt, ich und Bulldog, Am Ende sieht mich am Abend kochen, weil ich broke bin mit Bulldogramm. Also ich glaube, ich müsste dafür schon sehr, sehr hungrig sein und mindestens einen Tag meine Bulldogramm nicht gegessen haben. Aber Leute, ich habe jeden Tag Bulldogramm gegessen seit 8 oder 9 Tagen. Versteht ihr mich?
Und ich brauche jetzt eine kleine Pause. Mein Körper braucht eine Pause. Ich brauche eine Pause davon. Ja. Ich habe auch öfters Bauchschmerzen gekriegt und so weiter. Schreibt in die Kommentare, wenn ihr auch von Bulgarien Bauchschmerzen gekriegt habt. Vor allem, Leute, ich habe die ganze komplette Soßzimmer reingetan. Ihr checkt nicht, die ganze Soße. Alles. Alles. Und mein Mund hat gebrannt, mein Bauch hat gebrannt. Ich war auf der Toilette. Also, ihr könnt euch vorstellen, was da los war. Wenn man jeden Tag diese Bouldergran isst. Ich war auch bei Müller und ich zeige euch ganz kurz, was ich von Müller habe. Leute, ich finde irgendwie keine Haarfarbe, die meinen Haaren bleibt. Ich gehe halt so zu einem Friseurladen, wo halt darauf spezialisiert ist, wo die Farbe länger bleibt. Aber ich probiere heute wahrscheinlich, diese Haarfarbe raus. Das ist extra Sherry Red, Leute. Das steht von Experten empfohlen. Und da ist ein komisches Dings dabei. Ich schau mal, was das ist, weil ich kenne das noch gar nicht so. Hä, das check ich nicht. Muss ich das dann... Ja, was ist das, Leute? Warte, was ist, muss ich das dann so in mein Haar reintun oder was? Ah! Ah! Oh mein Gott, ich bin so dumm. Ich bin so dumm. Oh Gott, ich sehe schon, das wird eine Meme. Inge benutzt es nicht als Meme. Okay, aber das ist nummeriert, also das ist Nummer 1. Das soll wohl die Nummer 2 sein. Ah, und das ist die Tour, Nummer 3. Okay, aber ich habe eine... Also ich check das nicht so ganz. Heavy, hä? Hä? Also kommt die... Von wo kommt da die Farbe? Ich verstehe das nicht. Ah, ich tue diese Farbe rein in dieses Dings. Mach das auf in dieses Dings und dann... Mache ich das so wie so ein Kamm-mäßig oder was? So, Seiten auf Null, Koteletten auf Null. Ich habe früher meine Koteletten rasiert. Mache ich bis heute manchmal. Dann meine Babycreme. Leute, Babycreme for life. Ich schwöre euch, als meine Haut abgepeelt ist, als ich Akne hatte, als meine Haut sich wirklich so geschält hat, diese Creme war die einzige Creme, die geholfen hat. Also, falls ihr Hautprobleme habt und eine sehr, sehr trockene Haut, benutzt es. Ich mache es jeden Morgen auf mein Gesicht. Das ist perfekt, Leute. Dann... Pflegebabypuder. Leute, Alter, ich bin sogar früher gegangen, extra früh rausgegangen, damit ich dieses Puder kaufe, weil ich check nicht. Ich bin gekommen und eine Lady wollte mein Babypuder nehmen, okay? Mein Babypuder. Und ich war so, nein, Lady. Und dann habe ich zwei Babypuders genommen und habe mir die gekauft und dann habe ich eins für sie dagelassen. Weil Leute, wisst ihr, für ein Baby... Man kann jedes Puder benutzen, aber das hier ist perfekt für mein Gesicht. Ah, und zu guter Letzt mein Make-up. Voll viele fragen mich, ja, was für eine Foundation benutzt du? Was für ein Concealer? Bla bla bla, Leute. Hier, Manhattan. Natural, perfekt. 3,95 oder so. Beste Foundation ever. Hält eigentlich ganz gut. Ich gehe duschen, mein Make-up ist noch einigermaßen dran. Deswegen... Benutze es, empfehle ich euch, aber kostet mir nicht weg. Spaß, Leute. Also meine Ziele schief. Ja. Leute, ich habe mir jetzt Essen bestellt. Sehr saftig. Habe ich mir Sushi bestellt. Und letztes Mal, Leute, die haben so Mochis gemacht mit so Sesam und so. Ich hasse Sesam. Und jetzt heute habe ich so leckere Mochis. Keine Sesam-Mochis. Das war echt schön. Alina hat mich bedient jetzt mit einem Handtuch. I guess you wonder where I've been. Yeah, go. Wow. Oh mein Gott. Okay, geh weg. So. Okay. Tell hat sich Essen bestellt. Das sind... Ich finde das halt. Kannst du gehen jetzt. Was ist das? Edamame. Erbsen. Was ist das? Erbsen. Ist ein Fisch. Ja, mit Fisch und Fleisch. Das war nicht so viel Spaß. Raus aus diesem Zimmer. Die Aura hier tut uns nicht gut. Wir suchen noch kurz Sunny und dann gehe ich hier raus, Leute. Nein, so, Leute, ich muss euch ganz kurz was Wichtiges erzählen. Und zwar, gestern Abend bin ich fast wieder schwach geworden. Ich bin fast in die Falle wieder getreten. Ich habe fast mir um 2 Uhr morgens Bouldergran gemacht. Aber, Leute, dann habe ich doch so ein Baguette gegessen. Siehe Reste. Auf jeden Fall, das war meine...
Oh Gott, meine Kohle. Auf jeden Fall ist das fast meine Rettung. Und ja, Leute, ich bin fast in alte Muster wieder verfallen. Aber Bouldergramm wurden da nicht genascht. Auf jeden Fall, ich habe mir was zum Essen bestellt. Ich zeige euch kurz was. Wie gesagt, Bouldergramm. Stopp, stopp. Das ist mein Burger. Sieht sehr yummy aus. Das ist der Cheesy Burger. Dann meine Pommes. Mhm. Ja, yummy.